auf 0,25 stellen, dann können Sie wahrscheinlich die Bilder einzeln anschauen, wenn Sie wollen. Ja. So, jetzt geht's los. Was gibt's Neues vom Gemeinwohlland zu vermelden? Ja, Schlechtes. Es erscheint so, als ob es in der ganzen Welt wohl nur ein paar hundert wirklich kluge Menschen gibt, die dann auch in der Lage sind, nicht nur klug genug sind, das Buch zu kaufen, sondern es auch wirklich vollständig zu verstehen. Schluck Wasser. Daran mangelt es. Also Klugheit und Vernunft sind so selten, dass es schwierig ist, überhaupt Menschen irgendwie zusammenzubringen, wenn der eine Kluge 1000 Kilometer vom nächsten Klugen entfernt wohnt, ist alles sehr, sehr schwierig. Das heißt also, das kann bedeuten, dass der Kapitalismus mit seinen Zentralirrtümern so perfekt manipulativ ist, dass er jeden wieder zurückholt, auch jeden, der in der Illusion lebt, er würde an einer besseren Welt arbeiten oder in einer anderen Welt oder einer besseren Gesellschaft arbeiten, auch der ist nur wieder ein Opfer kapitalistischer Zentralirrtümer und ist nur eine Marionette kapitalistischer Sparten, nicht bewusster Manipulationen durch Zentralirrtümer. Also es sieht so aus, wir haben überhaupt keine Chance gegen den Kapitalismus, vielleicht nie gehabt. Wir haben es jetzt wissenschaftlich geklärt, wir haben wissenschaftlich das Endergebnis zu der Frage der Welt und des Menschen mit den Büchern. Aber ja, zum Beispiel habe ich jetzt angeboten, jeden Samstag, Sonntag, Montagabend schon mal zu beginnen mit der praktischen Arbeit, als wäre schon im Botschaftsgelände Köln des Gemeinwohllandes schon eine nennenswerte Gemeinwohlgemeinschaftenbewegung zu merken. Ich lade einfach mal ein. Gestern war eine Person im Gespräch mit mir gestern Abend, aber jeden Samstag, Sonntagabend ist also die Möglichkeit, bei uns anzurufen um 18.40 Uhr und dann vorbeizukommen. Also jeden Samstag, Sonntag, Montag ganz konkrete Sammlungsbewegung für das Botschaftsgelände Köln, das Gemeinwohllandes. Wer interessiert sich generell fürs Thema besseres Leben, für unsere Bücher, unsere Lehrbücher und um Gemeinschaft, wer interessiert sich fürs Gemeinschaftsleben? Und meine Funktion ist da die Leitung dieser Treffen. Wir haben da im Prinzip auch drei Locations als Möglichkeiten oder auch ja angeboten bekommen. Mal gucken, was daraus wird. Und die Leitung habe ich eben als Bundeswahlleiter Gemeinwohlland, als Plenumssupervisor und Plenumsmediator, als Gesundheitscoach und als VIA-Täler, also vorteilbringende Zentralirrtümer, Abbautherapie oder Technik, beziehungsweise psychologische, psychosomatische Psychoanalyse, Treff zum Buch im Paradies der klugen Leben und Treff Botschaftsgelände Köln des ersten Gemeinwohllandes, Gemeinwohlgemeinschaft Köln. Ja, genau. Jeder Abend beginnt damit, was ist das Ergebnis des Buches zu Mensch und Zusammenleben. Dann machen wir Gedankenexperimente vom Ziel her. Wir stellen uns also ein ideales Botschaftsgelände Köln des Gemeinwohllandes mit mehreren Gemeinwohlgemeinschaften vor.
wo vielleicht dann auch Handel getrieben wird und so weiter und wo dann notwendig es wird, die Wohlfühlstimme zum Beispiel als Wahlstimme einzusetzen, die dann an mich als Bundeswahlleiter geschickt werden können muss und so weiter. Und welcher Widerstand dagegen, durch welche Zentralirrtümer taucht auf, dass man, welchen Widerstand hat man, nicht wieder zurückzufallen in den Kapitalismus, also in den ungelenkten Tauschhandel und ungelenkten Markt des Kapitalismus, sondern im gelenkten Markt und gelenkten Tauschhandel des Gemeinwohllandes zu bleiben, wo eben über die Wohlfühlstimme zum Beispiel gemessen wird, idealerweise messen wir ja Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, alles Arbeitenden und berechnen daraus die staatlichen denkenden Verdienstzuschüsse. Das muss man bei Kommunen natürlich etwas anders mal machen. Man muss dann also eben irgendwie diejenigen, zum Beispiel Gemüselieferanten, die beste Gesundheitswirkung auf ihre Kunden haben, die muss man dann belohnen, indem das eben ganz offen in den Ranglisten steht und dann eben mehr Kunden sich dann diesen in den Ranglisten oben stehenden zum Beispiel zuwenden und dadurch ein gelenkter Markt stattfindet. Entscheidend ist ja die Erfassung der Wirkung eines getauschten Produktes auf die Gesundheit und auf das Wohlfühlen, die Wohlfühlstimme der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner und so weiter. Ne? Ja, und jetzt stellen wir uns vor, dann also vom Ziel her, es gäbe mehrere Kommunen und Güter, Dienstleistungen und so weiter, dann der Einsatz eben der Wohlfühlstimme. Dann stellen wir uns vor, was ist, wenn wir gemeinsam Sport machen würden, hier ein paar 200 Meter, 300 Meter entfernt in einer großen Halle, Sport, Musik, Tanz, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter machen, wo man ja die Menschen, die einem sympathisch sind, kontaktieren kann und zur Gemeinschaft dazu holen kann. Ja, und welche Zentralirrtümer leisten dagegen Widerstand und sagen, nö, das sollte man nicht tun und so weiter. Und ja, und generell müssen wir uns halt fragen, was macht wirkliche Lebenslust, was macht uns Lebensfreude und Lebenslust? Und dann eine erste Vorstellungsübung, nichts tun, sondern nur vorstellen, man würde eine andere Person, attraktive Person einladen zu einer medizinischen gegenseitigen Rückenmassage. Und welche Zentralirrtümer sagen nein, also was weiß ich, ein anständiges Mädchen tut so etwas nicht oder so, ja? Und schon sind wir in der Bearbeitung der Zentralirrtümer. Und letztendlich, ja, geht's ja in jedem Plenum immer darum, sind irgendwelche Konflikte im Raum, was natürlich beim Gesprächstreff erstmal jetzt noch nicht so Thema wahrscheinlich sofort ist. Und dann geht's eben um das Wohlfühlen. Es fühlen sich alle wohl und meint der eine oder andere beim anderen noch Zentralirrtümer zu entdecken. Aber das beginnt erst, wenn dann das Gemeinschaftsleben ein echtes Plenum und damit auch eine Plenumssupervision erfordert. Ne? Ja, damit habe ich das gelesen. Ja, und jetzt zum Beispiel können wir uns bei dem Treff auch vorstellen, um das Buch nochmal zu rekapitulieren. Was ist das Ergebnis? Der Mensch wird geboren, Geburt also. Sie und ich, wir waren alle als Menschen ideenfrei. Als Babys haben wir noch keine Ideen im Kopf, weder Zentralirrtümer noch Wahrheiten. Und dann kommen alle Ideen von außen. Und dann ist jetzt die Frage, welche Ideen kommen denn von außen und drängen in unser Gehirn hinein und wollen gerne uns besetzen, unser Gehirn besetzen? Welche sind denn häufig? Im Kapitalismus ist fast jeder ein Mitarbeiter irgendeiner Sparte, hat in seinem Studium, in seiner Ausbildung die Zentralirrtümer gelernt, die den Sparten maximale Profite bringen auf Kosten der Schädigung der Mitmenschen. Das ist Kapitalismus. Ja? Und welche
Ideen sind häufig, natürlich haben alle Spartenmitglieder die Tendenz, ihre Zentralirrtümer in die Welt hinauszublasen, sodass der gesamte Denkraum einer kapitalistischen Gesellschaft nicht voll ist wie im Gemeinwohlland von zentralen Wahrheiten. Also im Gemeinwohlland gibt es also quasi ja überhaupt keine Gewinnmöglichkeit über nicht bewusste Zentralirrtümer und durch die Schädigung der Mitmenschen zu profitieren, sondern im Gemeinwohlland wird ja gemessen, ob ein Produkt Schäden anrichtet oder nicht. Und danach werden ja die staatlichen lenkenden Vorteile ausgeschüttet sozusagen, egal ob in Kommune oder im Staate. Und dadurch gibt es im Gemeinwohlland nach einiger Zeit nur noch Wahrheiten, weil Zentralirrtümer keine Überlebenswahrscheinlichkeit haben. Die sterben aus, weil sie sich nicht rechnen, sondern finanziell abgestraft werden. Ja? Und dadurch ist es jetzt der Punkt, dass im Kapitalismus aber das ganze Ausgasen der Ideen, der ganze Luftraum der luftigen Ideen der Gesellschaft fast ausschließlich aus Zentralirrtümern besteht. Also erwerben wir als Babys und Kinder eine Idee nach der anderen, und das ist mit großer Wahrscheinlichkeit ist jeder dieser Ideen, wenn es sich um wichtige Dinge handelt, ein Zentralirrtum. In unwichtigen Bereichen gibt es sicherlich die eine oder andere Wahrheit, dass ein Tisch hart ist oder eine Herdplatte heiß ist, das mögen Wahrheiten sein, aber alles, was wichtig im Leben ist, das werden Zentralirrtümer sein. Ja? Und dagegen haben wir offensichtlich auch gar keine Chance, und es gibt viel zu wenig vernunftfähige und klugheitsfähige Menschen, als dass wir da wahrscheinlich irgendwas hinkriegen können. Und damit müssen wir dann halt leben. Das heißt, wir müssen damit leben, dass wir jetzt wissenschaftlich zwar alles wissen und dass wir ein einziges gutes Ding in dieser kranken Welt haben, nämlich diese zwei Lehrbücher, dieses Buch. Und nur ein einziges Gutes haben in dieser Welt, das haben wir aber. Und alles andere, und wir müssen damit leben, dass all diese Menschen niemals wirklich glücklich werden, und ich persönlich opfere halt mein Leben weiterhin. Ich sage für mich, ich kann nicht anders, ich opfere mein Leben weiterhin für den Versuch zu wirken Richtung Gemeinwohlland und Botschaftsgelände Köln des ersten Gemeinwohllandes und den Gemeinwohlgemeinschaften im Botschaftsgelände. Aber es ist wahrscheinlich sinnlos, aber ich mache trotzdem weiter. Ne? Ein Mensch auf der Welt sollte das wenigstens tun. Ne? Es probieren. Ja, und so sind dann also alle Menschen total durchmanipuliert. Und wenn man das Buch richtig versteht, erkennt man also, dass das alles Zentralirrtümer sein dürften. Und man sollte schleunigst aufhören mit dem Gedanken, oh, ich weiß was über die Welt. Nein, man weiß nichts über die Welt. Man hat nur manipulative, nicht bewusste Zentralirrtümer verschiedenster Sparten als Mix im Kopf und hält das für Erkenntnisse und glaubt daran und so weiter. Aber das ist eben, wer das Buch richtig versteht, erkennt, dass er damit sofort aufhören muss und sich denken muss, bei allen wichtigen Gedanken, die ich im Kopf habe, da bin ich wahrscheinlich Manipulationsopfer und nichts sonst. Und das muss ich versuchen zu korrigieren im Gespräch. Ne? Ja, diese kranke, verrückte kapitalistische Welt des ungelenkten Tauschhandels, des freien Marktes, des ungelenkten freien Marktes im Gegensatz zum gelenkten Tauschhandel und gelenkten Markt produziert und züchtet nicht bewusst, aber systematisch durch die Zentralirrtümer oder mit den Zentralirrtümern Nachwuchs an verbrecherischen und kriegerischen Menschen, Obdach- und Arbeitslosen, Armen, Kranken, Behinderten und so weiter. Ja, also das ist nochmal die neueste Formel, und wir sehen es ja gerade in Israel auch so wieder, Israel-Palästina ist das erfolgreich,
hat dieses kapitalistische, weltweite, verrückte Welt, ja, diese kranke, verrückte Welt, Massen an verbrecherischen und kriegerisch gestimmten Menschen gezüchtet und züchtet weiter Obdachlose und Arbeitslose, Arme, Kranke und Behinderte, damit die Kriegsgewinnler und die in allgemeinen meineren Niedergangsgewinnlersparten maximale Profite daran erzielen, dass sich die Menschen eben, dass alles kaputt geht. Und deswegen steht auch hier der Satz, früher hatte man zwar die Kriegsgewinnler thematisiert, aber eben noch nicht die Niedergangsgewinnler und die Niedergangsgewinnlersparten, ne? So, und dann kam so eine politische Anfrage. Guten Tag, Herr Neu. Da Sie und die Libertären ja die E-Mail-Adressen der anderen Parteien, da habe ich also geantwortet für die, weil ich ja als Berater tätig bin für die Partei des Gemeinwohls, haben die mir das überlassen. Da Sie und die Libertären ja die E-Mail-Adressen der anderen Parteien so schön transparent zusammengetragen haben, nutze ich diese gerne ebenfalls, um Ihnen und allen anderen im Verteiler unsere Positionen mitzuteilen, in der Hoffnung, das Nachdenken anzuregen und unsere Positionen, die Gemeinwohlpositionen, auch in den Programmen von anderen Parteien bald wiederzufinden. Generell gilt es zu sagen, dass wir, wie im Parteinamen PDG, Partei des Gemeinwohls, HTP, die kompetente People, von unserer Partei empfohlenes Buch anzuklicken, impliziert, also wie im Parteinamen Partei des Gemeinwohls impliziert, strikt die Maximierung von Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand zum Gesellschaftsziel haben, was durch freien Markt und ungelenkten Tauschhandel aufs Schwerste beschädigt wird. Zu Ihren Punkten haben wir somit klare Standpunkte. Erstens Klimaschutz, falls es denn alle als Problem sehen, Fragezeichen. Klimaschutz ginge nur so. Gemeinwohlwirtschaft erzeugt Wirtschaftswunder, zum Beispiel in Deutschland jährlich plus 500 Milliarden. Alle anderen Staaten erhalten auch die Beratung zur Gemeinwohlwirtschaft, GWÖ-GWO-Kombi, aber nur, wenn sich alle vertraglich und kontrollierbar verpflichten, 80% ihres Wirtschaftswunders in den ersten Jahren für den CO2-Ausstieg zu verwenden. Jeder nationale Alleingang führt nur zum Wirtschaftsruin und ist abzulehnen. Zweitens, wir sind Verfechter des staatlich gelenkten Gemeinwohltauschhandels und Marktes und uns ist privat oder staatlich völlig egal. Beides muss lückenlos gemessen und belohnt werden, nur gemäß bewiesener Verbesserung von Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Demgemäß wirken alle auf Verkehrsvermeidung hin und auf Senkung der verletzten Zahlen und so weiter. Dem gelenkten Gemeinwohltauschhandel können wir dann getrost auch alle Tempolimit-Regelsetzungen überlassen, denn letztendlich die Betreiber der Straßen dann, egal ob staatliche Betreiber oder private Betreiber, werden schon die Geschwindigkeiten ansetzen, die das geringste Verletzungsrisiko bringen, weil sie sonst ja Geld verlieren, weil sie sonst bei den staatlichen Verdienstzuschüssen reduzierte. Jeder Tote und Verletzte auf ihren Straßen bedeutet ja letztendlich reduzierte staatliche lenkende Verdienstzuschüsse. Also wenn das völlig unfallfrei auf ihren Straßen zugeht, gibt's die größten staatlichen lenkenden Verdienstzuschüsse. Und damit kriegen wir das Problem des richtigen Tempos auf den Straßen, kriegt sich von selber in den Griff sozusagen im Gemeinwohlland, ne? Drittens, staatlich gelenkter Gemeinwohltauschhandel führt auch automatisch zum menschenfreundlichsten Umgang mit dem Thema Nahverkehr. Preise können wir den dort arbeitenden Menschen völlig alleine überlassen. Also wieder ist es uns egal, ob es um private Nahverkehrsfirmen und Bahnfirmen geht oder um staatliche. Es ist uns völlig egal.
die Mitarbeiter, die zuständig sind für irgendetwas, die werden danach gemessen, wie wenig Unfälle es gibt und können ihre Preise frei gestalten und werden das so machen, wie es am sinnvollsten ist. Ja? Also wir können im Gemeinwohlland und unter Gemeinwohlregeln also ganz da auf automatische Lösungen vertrauen und brauchen da nicht staatlich bevormundend irgendwie besonders einzugreifen. Ne? Ich hoffe, diese Antworten helfen Ihnen weiter und zeigen Ihnen womöglich neue Perspektiven, die sich in einem widerspruchsfreien und menschenfreundlichen Weltbild begründen. Und da ich das geschrieben habe für den Bundesgeschäftsführer der Partei des Gemeinwohls, hat er das dann unterschrieben. Mit freundlichen Grüßen, Bundesgeschäftsführer. Ja, und ich sehe hier, das war's schon wieder für heute. Also, es sieht nicht gut aus. Der Kapitalismus ist unschlagbar. Die Intelligenzreduktion ist schon so gewaltig, dass wir also letztendlich überhaupt keine Chance haben mehr für irgendwas. Und die Menschen sind durch den Kapitalismus schon so verdummt, dass es die Rate der Klugen und Vernünftigen, die unser Buch auch wirklich vollständig verstehen können, so gering ist, dass wenig Hoffnung besteht. Aber ich mache trotzdem weiter als ehrenamtlicher Assistent des Weltrates. Der Weltrat macht auch sparsam weiter, langsam weiter. Und ja, mal gucken, ob, wenn mal mehr als 60 Bücher verkauft sind, ob dann doch irgendwo vernünftige und kluge Menschen sich rauskristallisieren. Bisher leider nicht. Bisher auch das Gespräch gestern Abend, das war eigentlich auch wieder ein Mensch, der trotz unseres Buches nach wie vor Sektenopfer der übelsten esoterischen Sekten wohl bleiben wird, und wir haben da keine Chance. Ne? Also gegen die ganzen kapitalistischen Zentralirrtümer ist nichts zu machen. Also dann bis in 2 Wochen. Gell? Tschüssi, bis bald.